Bei dem sieht man ja ganz wenig in die Aare. Ich habe es jetzt ein bisschen nass gemacht, dass man es ein bisschen erkennen kann. So sind viele Aaren letztendlich und das trägt halt dazu bei, dass man es halt wirklich schwer aus dem Stein rausholt. Und man braucht halt schon sehr viel Erfahrung und Übung. Und wie gesagt, da habe ich halt gebrochen. Jetzt habe ich ihn feucht gemacht, jetzt sieht man schon ein bisschen mehr. Ja, wenn ich ihn jetzt richtig nass mache, dann erkennt man es noch besser.